Das Betriebsergebnis von SAP liegt wegen des Cloud-Geschäftes über den Erwartungen. Die operative Marge von SAP liegt über den Analystenschätzungen. Und das, obwohl die operative Marge im dritten Quartal nur 26,7% betrug und damit weniger als die 30,7% im Vergleichsquartal 2021. Lediglich die Prognose für 2022 beim Free Cashflow wurde von über 4,5 Milliarden Euro auf rund 4,5 Milliarden Euro revidiert. SAP hält an seinem Ziel fest, für 2023 ein zweistelliges Wachstum beim Betriebsergebnis zu erzielen. SAP machte im dritten Quartal einen Umsatz von insgesamt 7,84 Milliarden Euro und damit 15% mehr als im Q3 2021. Der Umsatz beläuft sich hauptsächlich auf das Cloud-Geschäft mit 3,288 Milliarden, den Servicebereich mit 3,016 Milliarden und das Lizenzgeschäft mit 406 Millionen. Vor allem das Cloud-Geschäft boomt mit plus 38% Wachstum. Im Q3 2021 waren es 34%. Allerdings ist das margenstarke Lizenzgeschäft rückläufig. Hier lag der Umsatz bei 406 Millionen statt bei 657 Millionen im Vorjahreszeitraum. Die SAP-Kernsoftware ist gefragt. Das Auftragsvolumen verdoppelte sich auf 2,66 Milliarden Euro. Der operative Quartalsgewinn ist weiter rückläufig, sank allerdings nur um 1% auf 2,094 Milliarden Euro. Ab dem vierten Quartal erwartet SAP wieder einen Anstieg. 2023 soll es sogar zweistellige Wachstumsraten geben. Das wird die Aktionäre freuen, so dass die SAP-Aktie von diesen Zahlen profitieren könnte.